Befolgen Sie zum Einbau des BabySafe Plus SHR 2 einfach die folgenden Schritte. Führen Sie die Arme Ihres Kindes durch die Schultergurte und stecken Sie die Schlosszungen zusammen, sodass sie ineinander greifen. Stecken Sie die beiden Schlosszungen fest in das Gurtschloss, bis Sie ein Klicken hören. Justieren Sie die Schultergurte, sodass sie nicht verdreht sind und ziehen Sie sie mit dem Verstellgurt straff. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass die Gurte straff genug sind, Sie aber noch zwei Finger unter sie schieben können. So ist dafür gesorgt, dass Ihr Kind komfortabel und sicher sitzt. Stellen Sie den BabySafe Plus SHR 2 entgegen der Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz. Ziehen Sie den Autogurt heraus, führen Sie ihn über die Babyschale und rasten Sie die Schlosszunge im Autogurtschloss ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Beckengurt in den beidseitigen Führungen liegt. Halten Sie die Oberkante der Babyschale fest und ziehen Sie den Gurt straff. Ziehen Sie den Diagonalgurt um die Rückenlehne der Babyschale und legen Sie ihn in die hellblaue Führung. Halten Sie die Babyschale fest und straffen Sie den Gurt. Aktivieren Sie die DESIP-Vorrichtung auf der türzugewandten Seite, indem Sie diese anheben und einklicken lassen. Der BabySafe Plus SHR 2 kann auch mit dem Römer BabySafe Belted Base und dem Römer BabySafe Isofix Base befestigt werden. Bei Befestigung mit dem Römer BabySafe Belted Base stellen Sie den BabySafe Plus SHR 2 einfach so auf das Base, dass die Stangen auf die Befestigungspunkte ausgerichtet sind. Der BabySafe Plus SHR 2 wird daraufhin mit einem Klick einrasten, was durch Erscheinen der grünen Markierung angezeigt wird. Bei Befestigung mit dem Römer BabySafe Isofix Base stellen Sie den BabySafe Plus SHR 2 einfach so auf das Base, dass die Stangen auf die Befestigungspunkte ausgerichtet sind. Der BabySafe Plus SHR 2 wird daraufhin mit einem Klick einrasten, was durch Erscheinen der grünen Markierung angezeigt wird. Genau wie beim Anschnallen mit dem Sicherheitsgurt aktivieren Sie abschließend die DESIP-Vorrichtung auf der türzugewandten Seite, indem Sie diese anheben und einklicken lassen.